Moin Moin, meine Lieben! Ja, hier ist euer Elektroboy und diesmal gibt es ein Trailer-Reaktionsvideo. Da gab es lange nicht mehr, weil halt ich mache zu Marvel-Trailern mache ich eigentlich keine Reaktion mehr, weil es immer irgendwas, ja, es halt, kommen ja so viele. Aber jetzt kommt das Beispiel: Vor 4 Stunden oder so, oder Pi mal Daumen, ist der Trailer hochgeladen, ist der Trailer draußen von Bloodshot. Der nächste Superhelden-Verfilmung, nicht von Marvel, von den Valiant Comics, heißt das, glaube ich, genau. Valiant Comics, ja, es muss nicht immer mal, es gibt so viele Comic-Verlage. Ja, die populärsten sind halt, oder erfolgreichsten ist halt Marvel durch die ganzen MCU-Filme und halt DC. Genau, das sind die berühmten, das sind so die größten Konkurrenten. Ja, es gibt aber noch ein, zwei andere kleinere und der Valiant Comics gehört dazu. Ist nicht so ganz meins. Ich kenne mal einige Namen, die hört man mal so im Internet. Genau, und naja, auf jeden Fall, wie gesagt, da beschäftigt man nicht mehr. Man kann nicht alle Charaktere. Kann man da überlegt, dass Spider-Man, der Spider-Verse über 600 Charaktere hat. Und Marvel selber, ich hatte mal eine Zahl über ein paar tausend Charaktere. Also kann man nicht. Auf jeden Fall, es kommt am 21. Ich gucke gerade mal, am 21. Februar, muss ich gerade mal hier gucken auf meinen Rechner. Am 21. Februar 2020 in Vereinigten Staaten soll Bloodshot im Kino kommen, genau. Er ist ein Soldat mit Selbstheilungskräften durch Nanotechnologie, das ist die grobe Fassung. Er kam irgendwann November 92, das erste Mal kam das Comic raus mit vom Bloodshot, genau. Ihr seht wahrscheinlich dann hier, seht ihr, weil das große, nee, wir machen nicht, immer sind wir noch nicht so drüber. Wie gesagt, kam das raus und jetzt, wie gesagt, jetzt versuchen es halt andere Verlage auch oder Superheldenverfilmungen, genau. Ich finde es cool, es muss nicht immer Marvel sein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, genau, es gibt ja Schauspieler, es gibt ja so viele Schauspieler, aber irgendwann gibt es ja auch nicht genug Schauspieler. Also muss man die Schauspieler, die man hat, verheizen für alle Filme, genau. Also ist es so, dass irgendwann mal jeder bekannte Schauspieler in der heutigen Superheldenzeit mal in einem Superheldenfilm auftaucht und einer, der noch nicht als Schauspieler selber aufgetaucht ist, ist Vin Diesel. Er ist zwar schon, hat schon mal die Stimme, er hat die Stimme Groot im Baum, also bei Guardians of Galaxy 1, 2 und Endgame und Infinity War, genau, taucht der Groot auf. Genau, da hat er ihm die Stimme geliehen und diesmal hat Vin Diesel selber eine Rolle erkettet als Bloodshot. Genau, er spielt Bloodshot. Es ist ein, wie gesagt, ein Soldat mit. Der ist man, glaube ich, gestorben durch Nanotechnologie, die wiederbelebt und hat jetzt super Kräfte wieder und mit Selbstheilungskräfte à la Wolverine oder haben. Keine Ahnung, wie gesagt, jetzt den Trailer, wie gesagt, meine Reaktion seht ihr dann. Auf jeden Fall, wie das große Kompromiss, was ich jetzt wieder sage, ich denke mal, einige Schauspieler mit anderen Verträgen so haben, dass es wirklich Sachen gibt, die einfach bleiben, so wie sie sind, weil. Oder weil sie das wollen, ich nehme ja vertragliche Regel, weil Vin Diesel hat ja nun mal eine Glatze und Bloodshot nicht. Denn hier, da, genau hier, seht ihr ja, das ist der Bloodshot aus dem Comic. So sieht er im Comic aus, genau. Und Vin Diesel taucht im Film natürlich nicht mit Haare auf, das, was ich schon in den ersten Fotos gesehen habe, also gibt es kein Bloodshot mit Haare. Genau, finde ich ein bisschen scheiße, weil Haare ist ja nicht so das ein Ding, wo man sagen muss, das ist viel Aufwand, aber naja, ist halt so. Naja, wir werden sehen, ich bin gespannt auf den Trailer, die ersten Kommentare schon wieder, da hieß es schon wieder, der Trailer spoilert zu viel, naja, ich lasse mich mal einfach überraschen, ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt spontan entschieden, dass ich heute eine Bloodshot-Reaktionstrailer mache, wie gesagt, wir werden sehen. Ich bin auch gespannt, Vin Diesel, finde ich ganz cool. Ich hoffe trotzdem, irgendwo mal gibt es einen von Riddick, einen dritten Teil. Wir werden sehen. So, jetzt würde ich mal sagen, auf geht's. Ich habe euch lange genug die Ohren voll gesülzt. Genau, ich gucke mir jetzt Bloodshot an. Genau. Oh, mal gucken, was so geht. Genau. Wollte ich mal sagen, jetzt geht's los. Und Action. Naja, Love Story wie immer. Wo bin ich hier? Oh, die Augen. Das sagen zu müssen, geil. Wurden getötet. Hier bei AST bauen wir den wichtigsten Aktivposten des US-Militärs wieder auf. Soldaten wie Sie. Sie sind der Erste, den wir erfolgreich zerstören konnten. Aber verbessert, weiterentwickelt.
Mit der Technologie, die ein bisschen geil gemacht. Sie macht sie nicht nur stärker. Sie Alter. Oh, Nanotechnologie ist was Geiles. Oh, krieg ich Gänsehaut, ja. Geil. Wo gehst du hin? Ich hab da noch eine Rechnung offen. Ich werde den Mörder meiner Frau finden und ihn töten. Rache, wie immer. Naja. Nicht schlecht, Finn. In Ordnung, schaltet ihn ab. Hm. Und Sequenz starten. Okay, hier ist das nächste Ziel für die Eliminierung. Alter. Programmierter Soldat. Ich denke nicht. Die haben dich manipuliert. Was du für Realität hältst, ist manchmal keine. Sequenz starten. Wir können mich nicht für immer kontrollieren. Sind Sie sich da sicher? Rache macht aus einem Mann wie Ihnen etwas Außergewöhnliches. Sie wissen nichts über Männer wie mich. Geile Animation. Oh, das ist nicht gut. Ja, was muss ich sagen? Ein bisschen viel Spoiler, also ein bisschen zu viel News. Also ich würde mir nicht den zweiten Trailer angucken. Ehrlich nicht. Der irgendwann mal rauskommt, aber das war ganz cool. Die Animation, gut, mal was anderes. Wird wahrscheinlich ab 16 sein. Aber sonst muss ich sagen, cool. Ich mir nicht gedacht. Ja, naja, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall. Es muss nicht immer Marvel sein, weißt du? Ich bin, wie gesagt, ich habe ja auch den Joker-Film gesehen, also ich mag Superheldenfilme. In jedem. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre auch ein kleiner Held. Ja, nee, auf jeden Fall cool. Muss ich sagen, hat mir gefallen. Ja, den guck ich mir auf jeden Fall an. Das ist so. Naja. Ich hoffe, euch hat der Trailer auch gefallen. Also ich fand's gut. Die Musik passt auf jeden Fall sehr gut. Und Vin Diesel, ja, hat so ein bisschen Riddick-Flair. Ist ja klar, meine Riddick ist nun mal Kult. Also für mich, ich fand Riddick schon immer geil. Ehrlich, das ist einfach so. So, ich hoffe, wir sagen mal auf den dritten Teil. Sonst bin ich mit Bloodshot echt zufrieden. Die Idee, dass man den programmieren kann, oder dass er programmiert ist, ja. Wie gesagt, hier steht bei uns ab 20.02. Naja, wird was. Naja, auf jeden Fall, Bloodshot. 20.02.2020. Geiles Datum, könnte man glatt heiraten. Fehlt nur die passende Frau. Naja, auf jeden Fall. Mir hat er gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Weiterhin eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Ansonsten, bis dann, euer Elektroboy. Tschüss!